Hallo und herzlich willkommen zu Retroplay. Hallöchen! Heute wird es mystisch, denn wir gehen in einen geheimnisvollen Vergnügungspark und versuchen, das Mysterium dieses Vergnügungsparks zu lösen. Wir spielen nämlich Theme Park Mystery. Hagen, hast du da schon mal davon gehört? Ich habe die Schachtel in der Hand gehabt, als du gesagt hast, du hast es gekauft. Aber sonst nein, um da ganz ehrlich zu sein. Und es ist tatsächlich, also ich habe das ja schon sehr lange. Ich habe das damals, also so als wir halt Amiga so live im Betrieb hatten, habe ich das gespielt und ich habe es nie so richtig verstanden. Das ist irgendwie ein bisschen. Das ist die beste Voraussetzung, wenn du mich fragst, wie es läuft. Es ist ein bisschen merkwürdig, mysterisch. Mysteriös ist von Mirrorsoft, Vertrieb von Imageworks aus dem Jahr 1990. Mhm. Also, was ist das für ein Genre? Ja. Ach so. Mysteriös, ich verstehe. Also es hat Jump'n'Run-Elemente und Action-Adventure und ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Wir machen mal die Getränke, salzige hätte ich fast gesagt. Und dann schauen wir mal. Ja. Wir schauen mal und gucken, ob wir irgendeinen Sinn in diesem Spiel erkennen können, ob wir das zu zweit oder mit unseren geneigten Zuschauern zusammen herausfinden, was die Programmierer da eigentlich geraucht haben. Aber dabei wünschen wir euch auf jeden Fall wie immer viel Spaß. Theme Park Mystery. Ja, wir sehen schon, da gibt es irgendwie so ein Schachbrett und Augen und ein Drache. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal in die Schachtel rein. Genau, Theme Park. Irgendwas ist ja Theme Park. Genau, ich muss mit der Kamera ein bisschen näher kommen. Da gucken ja mehr Augen rein als raus. Ja, das ist hier mit deutscher Anleitung sogar. Mal gucken, ob die uns irgendwas hilft. Herzlich willkommen im Vergnügungspark. Welche unheimliche Macht hat den Magic Theme Park gezwungen, seine Pforten zu schließen? Warum jagt einem die bloße Erwähnung des Namens ein Schauer über den Rücken? Welches entsetzliche Geheimnis hat seinen früheren Besitzer in den Wahnsinn getrieben? Sie sind der Erbe der mysteriösen Vergnügungseinrichtung und nur Sie können die Antwort finden. Gehen Sie durch die quietschende Drehtür am Eingang. Besteigen Sie den mysteriösen Zug und erleben Sie eine fantastische Reise durch vier verschiedene Zonen. Traumland, Drachenland, Zukunftsland und Land der Vergangenheit. Mit hervorragender Grafik, unheimlichen Soundeffekten und teuflischer Handlung. Ein Abenteuererlebnis, das Sie nie vergessen werden. Allein das Überleben ist eine Leistung. Die Lösung ist die größte Herausforderung überhaupt. Hat man einmal den Schritt durch das Tor gewagt, dann gibt es kein Zurück mehr. Ja, wir sehen hier schon, also da gibt es hier Schachbrett und da ist so ein bisschen Jump'n'Run und hier ist so Zug und das sind auch so die Sachen, die ich so bisher so gesehen habe von dem Spiel. Eine Diskette. Dann haben wir hier die Anleitung, gucken wir gleich rein. Kurzanleitung, Variation zu einem Thema, das sind die Ladeanweisungen. Dann ist hier noch ein Poster dabei. Es wurde hier gerade im Chat, wir kommen im Chat natürlich, die haben wir auch dabei, um uns zu unterstützen, für alle, die YouTube gucken. Imageworks ist die Firma, nicht Wegwerks. Imageworks. Ja. So, hier, wir machen das nochmal. Mach das doch mal. Nochmal in groß. Genau, das hat so ein bisschen Kinoposter-mäßig, oder? Die Farbe ist ziemlich mysteriös. Ja. Ja, die Farbkombi auch, dieses Übelrot mit dem Fiesgrün. Ja, immerhin ist es ein anderes Grün als unser Greenscreen, deswegen wurde es nicht ausgestanzt. Aber es ist schon. Es ist schon interessant. Ja, mysteriös. Ja. Ja. Genau. Mysteriös, Nogo. Ja. So, wir können mal in die Anleitung schauen. Ja, Mr. Talk meint wieder, er hat den Stil des Spiels Wegwerks gemeint. Das, ah, okay. Ja, ich habe es sogar missverstanden. Ja. Sowas kannst du nicht von mir verlangen. Das ist ja, es hat was mit Multitasking zu tun, wenn du willst, dass ich hier denke. Von Brian Howard und Grafik von Toman Irmak. Toman? So ähnlich.
Und du willst jetzt nicht die ganze Story vorlesen. Das ist hier alles Geschichte irgendwie der einzelnen Vergnügungsparks, Attraktionen. Willkommen in der Welt der Fantasie. Okay, mal weiter. Bla bla bla. Das hat hier alles irgendwie. Guck mal, wo das Spiel anfängt bei dem Ding. Gib mir eine Münze. Das hat, glaube ich, alles mit dem Spiel nichts zu tun. Das ist nur so, wie so Vergnügungspark-Sachen sind. Und das war's. Also zum Spiel steht hier eigentlich, also wenn ich es nicht, es sei denn, ich habe es gar nicht gerafft und habe die Verbindung dessen zum Spiel nicht gerafft, aber ich glaube, es steht einfach nichts. Vielleicht dazu. Auf dem beiliegenden Zettelchen. Ja, da steht Ladeanweisungen. Steuerung. Da steht ja Steuerung, ist doch alles super. Maus in Port 1, ja. Joystick in Port 2. Man braucht Joystick und Maus. Na gut, Jump'n'Run halt. Ja. Und man gerät in den Kontrollmodus durch Drücken der Leertaste. Ja, kriegen wir hin. Das andere Tastendrücke da unten. Schon. Spiel neu starten oder Spielabbruch. Ja, wo ist denn Speichern und Laden? Gibt's nicht. Ach so. Ja. Man kann noch im Spielmodus auf F1 drücken und dann kann man irgendwas auswählen. Ja, ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Und, ich lege mich einfach mal so zurück und denke, ich auch noch. Das Ding ist so mysteriös, ich weiß ja nichts. Ja, deswegen, vielleicht hast du einen ganz anderen Zugang als ich, Hagen. Zugang, und, den einzigen, ich sag's jetzt nicht. Und vielleicht wird's dann Sachen, die ich gar nicht denke, wirst du vielleicht intuitiv richtig machen. Wir haben doch gerade erklärt, dass ich sowieso prinzipiell nichts denke. Was? Was hast du gesagt? Ja, genau. Ja. Oh. Joint Up Writing Software. So, lass mal stehen. Das ist das Intro quasi. Achso, ich hätte jetzt gedrückt, damit es weitergeht. Das ist das Intro. Achso, das ist das. Achso, bewegt sich. Da ist noch ein Auge. Was ist das denn? Das ist ein, keine Ahnung, Planet oder so. Da ist noch ein Drache. Der ist mit der Bahn, das ist schon cool gemacht, das kann man sagen. Genau, Mr. Talk sagt so richtig Oldschool Amiga-Sound, einfach nur ein Sample, was im Loop läuft. Theme Park Mystery Variations on Theme. Ach, da hat sogar einen Untertitel. Genau. Auf der Schachtel steht es gar nicht drauf. Bernd, vielen Dank für das Abo. Sagt, jetzt bin ich mal gespannt, kenne das Spiel nicht. Ich glaube, jetzt kannst du. Jetzt darf ich drücken. Jetzt kannst du was drücken. Der guckt ungefähr so wie der Dennis, wenn ich mit der Cola, die ich umgekippt habe, zu nah am Amiga war. So, du bist die Figur da rechts. Und unten, du hast da auch eine Karte in dem Ausgabeschacht, das kannst du mit der Maus bedienen. Oder hier ist, da ist eine Maus, da. Ich muss ja nochmal da irgendwo. Nee, da, guck mal. Ah, dann kannst du hier in dem jetzt gerade nicht mit der Maus, aber du kannst jetzt nach oben gehen. Und jetzt, da hast du den Mauspointer. Ah, da, ja. Tokens, also muss ich Münzen einwerfen, die habe ich nicht. Future Pass kann ich wechseln, was ist das da? A token gesture may improve your fortunes. Jetzt hast du die Karte. Du hast übrigens 5 Leben, die 5 da ist die Anzahl Leben. Damit kannst du dein Inventar rumscrollen. Ja, ja, ja. Bin so ein bisschen noch. Was ich jetzt hier mal auf. Oh, da kam eine Münze raus. Okay. Und zwar ist es ein Coin, du brauchst ja aber Tokens. Deswegen hat er das nicht genommen. Und wie komme ich hier wieder raus? Klick mal auf Past. Okay. Gehen wir zum nächsten Automat. Hier kann ich Coins einwerfen, um Tokens zu kriegen. Guck mal, da rechts sind Tokens. Ach, Win-Tokens. Ah, ja. So, jetzt habe ich Coins und Tokens. Und die Coins kann ich jetzt einwerfen, oder? Werf doch mal den Coin da rein. Ist da nur. So, nee, Cards, Coins. Dann nehmen. Aufheben. Zielen.
Weiter nach oben. Maus ist hakelig. So. Was soll ich jetzt machen? Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob ich das je gemacht habe. Vielleicht musst du den Hebel da ziehen, rechts. Das war zu wenig Kraft. Hui, hui. Nochmal. 60! Was heißt 60? Ich habe keine Ahnung, du hast 60 gekriegt. 50? Oh, ein bisschen mehr Power brauchen wir jetzt. 70? Ich arbeite daran. Wie lange dauert das? Ah, du hast Tokens und jetzt hast du nochmal Tokens gekriegt. Wie viele auch immer. Aber Coins habe ich keine mehr, jetzt habe ich nur noch Tokens. Genau, dann kannst du wieder rausgehen. Jetzt gehen wir mal darüber. Da brauchte ich ja Tokens. Tokens. Also nehmen wir jetzt Tokens und schmeißen die. Jetzt hast du eine neue Karte. Magical Canyon Monorail Ride. Admit one person. Das ist jetzt ein Zugticket. Ah, okay. Jetzt kannst du mit dem Zug fahren. Soll ich noch irgendwas machen? Oder? So, passt, dann kommst du wieder raus. Ja, ich dachte, weil er noch guckt, dachte, geht er wenigstens weg. Ja. Okay. So, da waren wir schon. Gehen wir jetzt da nochmal hin. Coins habe ich nicht mehr, Tokens geht auch nicht. Doch, Tokens kannst du da ein. Kannst Coins kann und Tokens. Achso, ich kann beides anschmeißen, meinst du? Ich kann nicht. Ja, nee. Doch, so rum geht es auch. Aha. Zu weit hoch. Die Maus ist echt hakelig. Ich soll auf Grab drücken. Oder was denn wieder? Da links. Oh. Im richtigen Moment. Nö. Nee, ist das nicht, das hat nicht ausgelöst. Musst einfach draufklicken. Ich muss lange drücken. Ja. Okay. Jetzt strecken sie dir die Zunge raus. Eine ziemliche Verzögerung, das Ding. So, auch mal. Nee, geht da wieder raus. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob man das braucht. Geh mal nach da hoch zur Fahr mal mit dem Zug. Nighthawk sagt, das Spiel ist komisch. Ja. Guck mal, da kommt der Zug. Der fährt mal Zug rein! Wird... Jetzt bist du ins Dragonland gefahren. Achso, Mystical Past. Ah ja. Mhm. So, nehmen wir das da links. Das waren Coins, ist jetzt genommen. So, das gelbe links ist deine Lebensenergie. Nein! Bist du wieder rausgefahren. Wollte springen. Und jetzt bist du im Future Land. Ich wollte nur springen, es tut mir leid. Aber im Future Land darfst du noch nicht bleiben. Irgendwie. Weil ich kein Ticket habe. Jetzt fehlt noch was. Deswegen sind wir jetzt in Yesterday. Yesterday Land. Wo ich eben schon war mit den Automaten. Ich glaube, ja. Ja, ja. Ich habe die gleiche Hose an. Ja. Ja. Ja, dann steig einfach in den nächsten wieder ein. Ich habe natürlich jetzt Coins. Du könntest jetzt spielen. Ja, mach erst mal im Dragonland. Da kommt nämlich sowas ähnliches wie ein Spiel. Sowas ähnliches. Dann hast du es aber doch weit gespielt, offensichtlich damals. Nee, was heißt weit? Nexus sagt, das Spiel ist mir zu viel Multiverse. Guck mal, die Sitze sind cool. Ja. Das ist halt gut. So, genau, jetzt hast du irgendwelche. Also ich habe die Flamme ausgemacht und deswegen Schaden gekriegt. Nee, nee. Das links, das Gelb ist deine Lebensenergie. Das Was? Rechts, das Rote ist irgendeine andere Energie. Ja, so, du musst da auf das Boot springen. Kann ich vorher.
Nee, war, jetzt warte, bis das nächste Ja, kommt. ich muss einfach mal. Ah ja, ich muss mal gucken, wie ich nach sozusagen nach rechts springe, damit ich hier auch die Fäden. Ich habe die Fackel ausgemacht. Irgendwas habe ich Ja, du hast da was aufgesammelt. Achso, ich bin so cool, ich habe es aufgesammelt und habe es noch nicht mal gerafft, dass ich aufsammle. Ja, das, der Rotbalken da, das war vorher weg, war, der gab es vorher nicht. Jetzt Und als kann du ich die doch Fackel eigentlich. aufgesammelt hast. So, jetzt fahren wir in den nächsten Bild. Was für Stress. So, da am besten mal hochklettern. I do my very best. Dann kannst du links die Fackel nehmen. Ach Und ja, jetzt jetzt bist du voll. voll. Was auch immer man damit macht. Ich suche noch mal, ob ich in der Anleitung irgendwas finde. Ich habe es vorhin nicht gesehen. Du kannst an dem vorbeigehen. Du darfst nur. Er geht aber nicht weiter, da ist eine Mauer. Dann geh wieder runter und versuch an ihm auf das Floß und versuch dich dann beim Vorbeifahren nicht von ihm treffen zu lassen. Ist Donkey Kong, sagt Hoflicht, genau. Mit blauen Blubberbläschen. Mr. Talk sagt, das Spiel wirkt so, als hätten die Entwickler einfach mal rumprobieren wollen. So Nein! ungefähr. Also nicht springen, Hagen. Bin nur nach rechts gegangen, aber der hat sofort die Springanimation Nee, du ausgelöst. hast nach oben gedrückt. Nimm die Fackel. Also da musst du gucken, dass du halt wirklich nur nach rechts und nicht nach oben gehst. Ja, es war, also kann höchstens ein Mikro gewesen sein, Na, weil ich das habe langt wirklich. schon. Aber mit meinen grobmotorischen Fingern, du weißt genau, dass das nichts Ich wird. habe ja noch einen Competition Pro notfalls. Wer hat Hexenküche spielen müssen, weil ich es hingekriegt habe? Ja, ich habe es ja auch nicht hingekriegt. So, dann kannst du da Das hochklettern. ist aber lauter Flammending, siehst. Ist ja egal. Okay. Achtung, Ball. Rüberspringen. Rechts, 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 Ich komme nicht nach rechts. rechts. Nimm diesen Pokal. Ich komme Nicht den. nicht. Du weißt genau, dass ich die totale Oberniete bin. Wie kannst du mir so. Nein! Nein! Ich kann doch nicht mal die Flamme nehmen, Dennis. Was tust du mir hier zumuten? Boxautos. Die Boxauto-Reitschule wurde 1920 zum ersten Mal vorgestellt und ist eine der wenigen, die sich heute noch großer Popularität erfreuen. Der Strom wurde durch das Drahtgitter oben zugeführt, was Funken und unkontrollierte elektrische Felder produzierte. Die Bahnen waren ursprünglich viel größer, hatten aber einen zweifelhaften Ruf, da die Wagen viel schneller waren und deshalb größere Beschädigungen erlitten. Als das Fernsehen sich ausbreitete, mussten die Boxautobesitzer ihre Wagen entstören lassen, weil deren Elektrizität den Fernsehempfang störte. So, jetzt kannst du da links hochgehen. Jetzt hat nämlich die, haben die Flammen aufgehört. Was ist das für ein Piepmatz? Ich ignoriere es mal, aber da links ist eine Flasche. Das war Energie. Sollte ich da zu den blauen Dingern gehen? Das sind Frösche, da kannst du drüber springen. Punkt, das hat Energie gekostet. Springen wir hinterher. Da unten sind jetzt. Ah, die Pipmets sind jetzt losgeflogen. Und schießen auf dich. Und von oben fällt was. Das ist ein Geldsack. Ich versuche es. Das ist doch nicht wahr. Jetzt. Irgendwas hast du gekriegt. Da ist noch ein Pokal. Ah, Sleep Potion. Ich glaube, das braucht man irgendwo in der anderen Welt. Das Mistvieh folgt mir. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Egal. Nein. Da ist ein Henker. Nicht weit genug gesprungen. Zu früh gesprungen. Du hast auch nicht mehr viel Energie. Ach Quatsch. Weiß gar nicht, von was du redest. Ich dachte jetzt mal so. Du kannst auch mal hier hochgehen. Keine Ahnung, was da ist. Nix. Ah, da kommt Vögel. Du kannst, da kannst du darüber springen. Achtung, Frösche. Ja, ich. Ich kann doch nicht mal nach rechts laufen.
Die Steuerung ist echt übel. Das ist Energie. Ja, sehr gut. Und die haben mir gleich an den Hintern gelappt, dieser Mitbieber. Nein! Du warst schon auf der Leiter. Ich krieg das Beiß gleich in den Kopf. Xanotakles sagt, bin mir nicht sicher, was ich da gerade ansehe. Ja, ich auch nicht. Das ist ja mein Problem. Komm, Hagen, geh mal wieder runter. Fahr mal wieder zurück. Fahr mal runter, sagt er. Nein, der Henker. Da, nach links, meinst du? Nee, einfach auf das. Was ist denn da jetzt? Da ist Feuer. Ich muss nach links dann. Kannst du auch machen. Nee, ich kann da auch runtergehen. Jetzt mal runter. Kann ja gar nicht so schlimm sein. Und Aua. Ach, die Dinger machen Aua. Ich dachte, die wären irrelevant. Ja, anscheinend. Sind die nicht so gut, ja. Ja. Geh mal wieder aufs Floß. Wo ist es denn? Ja, unten. Ja, da bin ich aber nicht hochgekommen, oder? Doch, da bist du hochgekommen. Ich glaub, da... So kann ich auch aufs Floß. Das wird eine ganz üble Geschichte. Ich verstehe das ganze Spiel nicht. Es tut mir leid. Und die Steuerung ist, gelinde gesagt, hakelig. Ach was? Das ist so... Also ihr habt es nicht gesehen, ich habe zum Teil mit zwei Fingern gesteuert schon, weil ich mir dachte, das bringt was, aber... You're not dead. Dennis, jetzt sind wir da. Ich habe die wichtigsten Feature jetzt gezeigt und jetzt zeigst du uns mal, wie das geht, oder? Ja, genau.